Zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Köchel. Geschätzter Herr Präsident, geschätzte Frau Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen hier im Hohen Haus. Heute um 14 Uhr war in der APA zu lesen, Österreich planlos bei der Abkopplung von Russlandgas. Österreich bezieht weit mehr als der EU-Durchschnitt. Frau Minister, Sie sind in den letzten Monaten und Jahren auf der halben Welt klimaneutral herumgeflogen und haben uns versprochen, dass wir das Russlandgas nicht mehr in diesem Ausmaß haben werden. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Sie haben das nicht zusammengebracht. Ein weiteres Versagen dieser Bundesregierung. Und das gleiche Versagen ist auch beim Energieeffizienzgesetz. Mein Kollege Schroll hat eingebracht, am 10. März 2021 einen Antrag, das Gesetz zu behandeln. Es wurde vertagt. Am 28. September 2021 hat er das Gleiche noch einmal eingebracht. Es wurde vertagt. Und am 7. Juni wurde es wieder eingebracht und es wurde vertagt. Und da jetzt an die Adresse von den Grünen und lieber Lukas Hammer. Ja, wenn euch das so wichtig ist, ja, wenn es euch gleich wichtig wäre als wie uns Sozialdemokraten, den Menschen in diesem Land wichtig sein, ja, naja, da könnt ihr schon lachen, das ist nämlich wirklich so. Wir gehen zu diesen Maßnahmen, um zu sagen, einem Zweidrittelgesetz nicht zuzustimmen, deshalb, weil ihr es verabsäumt, einen Beschluss zu fassen, dass es den Menschen in diesem Land besser geht nach diesen Teuerungen. Und um das geht es uns. Und wir haben keine andere Möglichkeit, wenn wir 33 Anträge einbringen und ihr macht so, als ob euch das gar nicht interessiert und das interessiert euch halt nicht, und dann herzugehen und zu sagen, die Opposition ist schuld, weil es dieses Energieeffizienzgesetz wegen der Zweidrittelmehrheit nicht gibt. Dann seid ihr mit Abstand die schwächste Regierung in dieser Zweiten Republik. Das muss ich euch sagen. Das habe ich überhaupt noch nie erlebt. So etwas habe ich überhaupt noch nie erlebt, zu sagen, die Opposition ist schuld. Ihr seid unfähig, mit uns darüber zu reden, und ihr werdet müssen darauf eingehen. Und dazu werden wir euch, wenn das notwendig ist, so lange verhindern, dieses Gesetz, bis ihr da so weit seid. Macht mit uns etwas. Setzt euch gegen diese ÖVP durch. Da ist mir wohl klar bei der ÖVP. Die Grünen, und da sind wir jetzt, ganz, ganz wichtig bei die Sachen, wo diese Bundesregierung Monat für Monat verabsäumt. Ihr wollt ganz einfach haben, dass Energiekonzerne bestens verdienen. Milliarden verdienen die. Ihr unternehmt dagegen nichts. Wir haben Anträge dafür eingebracht. Wir wollen haben, dass die Leute im Supermarkt etwas bekommen, wo sie sich dann leisten können um ihr Geld. Ihr interessiert euch nicht, die Konzerne von den Supermärkten werden immer reicher. Die Grünen machen alles mit, was die ÖVP will. So schaut das aus. Bei den Mieten wollten wir was machen. Na, Mietzinshäuser, die werden jetzt verdienen, für die seid ihr da. Das ist ein Ergebnis, das ist auch das Ergebnis dieser hohen Inflation. Ihr vergesst sie ganz, dass das derwegen kommt. Wir wollen, dass das runtergeht. Und wenn Sie, Frau Minister, einen Appell an uns richten, uns ist die Energie sehr, sehr wichtig. Aber uns sind auch die Menschen in diesem Land wichtig. Und wir haben immer keine andere Möglichkeit, als wir herzugehen und zu Ihnen zu sagen, machen Sie was gegen die Teuerung, dann können wir auch mit der Energie reden, weil es hilft uns das alles nichts, wenn die Menschen sich dann das trotzdem nicht leisten können. Das, glaube ich, ist einer der wesentlichen Dinge. Und ich ersuche Sie wirklich eindringend. Und die ÖVP ist ja ganz stumm geworden. Weil die wollen nur mehr sehen ihre Konzerne, und ihnen ist es anscheinend wirklich egal, wie es in den Menschen draußen geht. Euch ist es wirklich egal. Ihr meint, mit 60 Euro könnt ihr eine Kinderarmut bekämpfen oder was. Macht endlich was für die Leute. Wir brauchen das so dringend. Bitte werdet munter.